Moosbach. Ich bin immer fertig, aber. Stechuhr. Da. Man kann sich nicht beschweren, dass ich nicht da bin. Ich bin mein bester Zuhörer. Ich bin immer pünktlich. Naja, wie nennt man das? Narzisstisch? Irgend sowas. Ich glaube, da hast du dich gerade vertan. Ja, das passiert sogar mir. Auf dein Wohl. Das ist einfach für dich, ne? Sich zu vertun. Ja, ganz einfach. Sobald man tut, hat man sich vertutet. Sobald es hier tut, dann ist es zu spät. Tut's weh? Tut weh. Tut. Mein Herz. Hätte ich mal sehen sollen, der Zimmer. Der lügt mich an. Die Pumpe hat sich empumpt. Echt, ich habe kaum noch Luft gekriegt. Was? Ich habe kaum noch Luft gekriegt, weil mir geht immer alles ganz schnell auf den Boden. Die Lunge. Body. Ja, die Lunge ist Angst. Ja, ich verstehe alles. Ist nicht ein Schmerzkörper, ist ein Angstkörper. Aber tiefer Schmerz. Tiefer Schmerz. Das hört sich gefährlich an. Ja. So, kommt noch wer? Ja, bestimmt. Na, Heidi kommt immer noch wer. Ja. Wer zu spät kommt, der... Ist bestraft, Karl, nicht. Nö. Zahlt doppelt. Und wer früher kommt, kriegt Nachlass. Der zahlt dreifach. Wenn früher kommen. Also das Fenster muss zu da hinten. Ja. Das muss auch zu da. Dann ist bei dir. Ein bisschen können. Das ist zu, weil es so laut ist. Was? Das muss zu sein, weil es so laut ist. Ich weiß. Eben. Das war kein Problem. Auf einmal. Es ist alles auf. Schlagt euch. Das ist wie in der Schule hier, ne? Gar nichts auf. Wir. Gar nichts auf. Ne, das muss zu da hinten. Das kommt für, das Krach kommt rein. Ja, dann lass es auch. Kalaschnikow. Sesamstraße, komm raus. Aber es ist jedes Mal, wenn ich hier bin, ist der Flohmarkt. Ja, da gibt es ja auch nur einmal im Herbst. Das organisieren wir extra für mich. Ich weiß. Extra für mich. Ja, die Frage war für der andere. Kindergarten. Ja, damit man sowas sieht. Das ist Test. Das ist Testlauf. Aber heute müssen wir freundlich sein, das Weltkindertag. Ja. Überhaupt die, die nie eins geschafft haben. Ja, besonders. Besonders denken sie an die Kinder, die sie nicht haben. Ein Herz Kinder. Immer vielen Tagen, wenn wir so glücklich gewesen wären. Ich möchte Schnappschüsse machen. Ja, ich glaube. Bei den
Fragen möchte ich noch. Ich bin mitleidsam. Das war wie geschrieben, wie ein Brillstift geschrieben. Da hat die Richtige keine gekriegt, ne? Ja, die hätten sich ja ständig anhören müssen, wie es war im Lager und so. So, weiter geht's. Ja, alle wieder frisch, Kaffee frisch. Habt ihr ins Schwarze geguckt oder ins Kaffee Latte? Milchkaffee. Mitra hat auch wieder Express. Er ist, wieder auf dem Expressweg. Erst legt er sich kurz hin und jetzt ist er auf dem Expressweg gelandet. Da hatte ich nur einen. Was? Da hatte ich nur einen vor der letzten. Unter 10 Expressos macht er am Tag nicht. Er erzählt immer, darf ich noch, muss ich noch, wo bin ich gerade? Highway to Hell. Ja, gut. Er verspricht immer Fragen, jetzt fangen wir auch gleich wieder an. Er hat damit angegeben. Ja. Also wer sowas, der muss auch, der muss liefern. Du bist, wie heißt das, Lieferado oder wie heißen diese Lieferservice? Lieferando. Lieferando, ja. Dein spiritueller Name ist jetzt Lieferando. Ja, im Gegensatz zu gestern Abend fühlt sich das gerade so an, als wenn gar keine Fragen mehr da sind. Oh. Der nächste trifft dann noch. Die Strafe. Jetzt werde ich bestraft. Und sagen sie, du hast mir alle weggenommen, Schwein. Da darf sich auch nicht beklagen, dass ich keine mehr habe. Na gut, dann gibt es noch andere, die versprochen haben. Was sie nicht halten können. Die was? Die versprochen haben, was sie nicht halten können. Das heißt ja auch verheiratet, man hat sich. Man ist verlobt, versprochen, verlobt, verheiratet. Immer fair. Man liefert nie das, was man versprochen hat. Ja. Das nennt man Ehe. Hat man sich eher versprochen. Der kurze Witz, wenn die Frau sich nach der Trauung dann, dein Ja gefiel mir nicht. Da fängt dann die Ehe mit an. Der Ton deines Jahres war nicht so. Da müssen wir noch dran üben. Ja. Gibt es Hingabe? Ja, gibt es. Okay. Und wie, ich sag jetzt nicht, wie sieht die aus? Wie sieht Hingabe aus? Nein, sag ich. Ach so, sagst du nicht? Ich praktiziere mal, wie praktiziere ich hier, gerade das ist Hingabe hier. Das Sein gibt sich selber hin, ständig. Eine unendliche Hingabe. Es gibt sich alles. Es ist immer hin und weg von sich selber und gibt sich alles. Totale Hingabe. Aber es gibt keinen, der ein Hingebender gibt es nicht. Also wenn du denkst, du könntest dich jetzt hingeben, unmöglich. Also die Natur von Sein ist Hingabe. Es hat ein unendliches Geben, weil es nichts zu verlieren hat. Also jeder Moment ist Devotion. Also ohne die Kenntnis von Hingabe ist... Da ist ständig Hingabe. Ist die schon da? Die ist ständig präsent. Das Sein gibt sich unendlich sich selber hin. Es hat auch keine Wahl, es ist einfach eine Hingabe, ständig. Die Gabe Gottes ergibt sich selber hin. Die Gabe an sich. Nee, aber der wesentliche Punkt ist immer, es gibt keinen, der das schafft, der sich hingeben könnte. Weil der versucht, sich hinzugeben, möchte was dafür kriegen. Er denkt, wenn ich mich hingebe, dann habe ich mehr Frieden, dann habe ich irgendwas, kommt dabei raus.
Dann habe ich meine, was immer, mich hingegeben, aber es ist immer ein Geschäft, was der da vorne versucht zu machen. Aber das Sein ist natürlich, gibt sich ständig sich selbst hin, ohne etwas zu erwarten. Aber ein Hingebender ist immer ein Geschäftsmann. Also einer, der das, die Welt, der Renunciation oder das ganze Zeug, ist alles immer Geschäft. Ich widerrufe jetzt die Welt, aber da will ich natürlich auch dafür meinen Frieden haben oder so, oder irgendwas. Sannyasins oder irgendwie, Sadhus. Also alles, was auf dieser sogenannten Ebene von, ist immer Geschäft. Auch wenn ich bete oder so, Gottes Wille oder so, Gottes Wille geschehe, das Vater Unser, ist immer Geschäft. Ich bin dann so gnädig, dass ich Gott erlaube, auch seinen Willen in der Welt zu leben. Oh. Unser täglich, Kralala, gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, als wenn du irgendwas schuld bist. Das ist auch schon eine Arroganz, die in diesem Vater Unser steckt. Verrückt, ne? Das höchste Gebet der Christenheit ist das arroganteste, was ich kenne. Vergib mir meine Schuld, als wenn du jemals was gemacht hast. Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Und Arroganz, und die muss bestraft werden. Wird ja auch ständig. Dass man nicht im Sinn durch Simmeltor kommt. Durch Simmeltor? Liebe ist nur ein Wort. Das finde ich gut, das Simmeltor. Die Torheit an sich. Seien wir ein Tor. Das Himmelstor. Der Pförtner. Stell dir vor, einer vom Ku Klux Klan kommt an ein Himmelstor. Da steht Peter. Peter ist ein Neger. Was macht der Ku Klux Klan-Anhänger? Geht er jetzt in den Himmel oder in die Hölle? Stell dir vor. Ich stelle mir solche Sachen vor, ich habe Spaß. Ja, aber die waren ja alle aus Afrika, alles Afrikaner, aber Peter ist ein Neger. Und dann steht ein Ku Klux Klan-Anhänger von so einem Trumpist, steht da und sagt, ja, was mache ich jetzt? Das ist für den schon die Hölle. Gehe ich jetzt in die Hölle? Das ist ja für den schon die Hölle. Das sind Entscheidungen. Gebe ich mich jetzt hin? Gebe ich meinen Rassismus auf oder für den Himmel? Gebe ich meinen Rassismus hin für den Himmel? Was meinst du? Unsere Herrenrasse hier? Also ich glaube, er kann seinen Rassismus nicht aufgeben. Ja, ich sag trotz ja. Trotz Himmel. Ja, er würde, ja, Himmler, würde Himmler wählen. Er geht dann zu Himmler. Wo kommt das immer her? Ich will da, wo Himmler ist. Der hat den Himmel gemacht. Himmler ist die Steuerungsform von Himmel. Was? Jetzt sagt Johannes der Säufer, durch aus dem Off. Wenn es um Bibel geht, dann kommt Johannes hoch. Da geht's ab. Da wird die Leiche wach. Wurdest du konfirmiert? Bevor der Kopf ab ist, kommt noch was bei raus. Ja, Himmel, Himmel und Hölle. Himmel die Idee von angenehm und Hölle die Idee von unangenehm. Rassisten. Sind wir nicht alle Rassisten? Die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Immer die Wahl. Immer das Beste haben wollen. Das höchste Bewusstsein erreichen. Ist das nicht Rassismus? Das untere Bewusstsein will keiner. Sind wir ein bisschen vom unteren Bewusstsein? Kannst noch ein bisschen mehr sein vom unteren? Aber das untere Bewusstsein wird man auch nie los. Nee, das Unterbewusstsein. Ich denke mal nicht, Mann. Ach so. Hat also das Bewusstsein hat so viele, viele Etagen. Na, man nimmt immer das Beste mit, denke ich.
Und wer Treppendienst heute? Hegel. Hegel? Ja. Oder Weinstein? Nee, Hegel hat das. Weinstein. Die Etagen des Bewusstseins. Das untere, das obere, das mittlere, das reine und das reine dann noch, wo das dann das Höchste ist. Das Höchste. Das Höchste, das Allerhöchste. Das Absolute. Das Absolute, das Relative. Wie viele Bewusstseine gibt es? Oh. Boah. Und dann noch jedem sein eigenes. Ja. Boah. Jede Ameise hat auch ein Bewusstsein. Jede Pflanze, also jedes Nadel vom Tannenbaum, jede Nadel vom Tannenbaum, das Grün zu Grün. Ach, wo sind wir wieder? Himmel. Jedes Atom hat Bewusstsein. Es gibt das Gott-Partikel, hast du davon gehört? Doch, es gibt es für die Quantendinger und für die Dings, das nennen sie Gott-Partikel, was keinen Ort hat. Das ist da und da und überall. Das ist gleichzeitig überall. Das ist absolute Partikel, was keine Lokalisation kennt. Also weder da ist noch nicht ist. Das ist dann die Quanten. Es ist weder da noch nicht da und das ist Gott-Partikel, was unfassbar ist. Das haben sie schon, weil sie es nicht erklären können. Da gibt es etwas, was unerklärlich ist, was manchmal da ist, manchmal nicht da ist und manchmal Welle, manchmal Partikel oder irgendwas und Ding, das nennt man Gottpartikel. Unfassbar in seiner Natur. Mhm. Ja. Das war nicht dabei. Ne? Das lebt dich gerade. Okay. Ja, das kann man doch verstehen. So ein absolutes Partikel, so ein Gottpartikel, was eine absolute Bewegung hat, eine absolute Geschwindigkeit, wenn das anfängt sich zu bewegen, also aus dieser Unfall, ist schon wieder da, wo es angefangen hat. Totale Ruhe. Ist doch verstehbar. Ja. Mensch, absolute Geschwindigkeit, mehr als Lichtgeschwindigkeit, was sich Einstein nicht vorstellen konnte. Die Ruhe, die absolute Geschwindigkeit ist. Weil wenn es absolut ist, ist es schon wieder da, wo es anfängt. Bop, bop. Vollkommen absoluter Raum und überall alles Informationen, alles auf einmal da. In einem Plop. Absolut Präsenz. Ja, das waren meine nächtlichen Überlegungen. Aber es gibt sicher wieder ein Davor. Wie davor? Von einem gibt es ein Davor. Nein, vor dem Urknall gab es keinen Davor. Das ist Gottes Knall, da ist Gott und sein Knall. Jetzt einigen Sie sich, dass es doch hinten wurde. Nee, das ist Gottes Knall, das ist sein Divine Accident, Gott hat einen Knall jetzt. Und er hört ihn nicht, weil er der Knall ist. Die Neuesten sind mehr mit Karl, dass so ein Gottesteil hängen geblieben ist, nachdem es nicht mehr überall blieb. Und dadurch ist unser Universum entstanden. Jetzt hast du mich verloren. Das ist mir jetzt zu hoch. Dann hängen geblieben. Das Lalit-Partikel ist jetzt hängen geblieben. Nein. Gott fummelt an sich selber wieder rum. Hängen geblieben. Hengstenberg, ne? Hängen geblieben. Du hast halt wieder zu viel Sauerkraut. Woher weißt du das? Wird passieren. Ja, also man kann doch alles verstehen, ne? Aber bringt's was? Dann weiß man, dass dann Gottpartikel, das hat absolute Ruhe und absolute Geschwindigkeit und absolute, da passiert nie etwas und jeder Moment ist in sich absolut, jetzt, das ewige Jetzt in seiner Absolutheit und jetzt, kann alles beschreiben, alles verstehen und bringt auch nichts oder doch, was meint er? Geht doch. Aber was löst mir das meine Hausaufgaben? Bringt mir das was? Nee. Naja. Ja, zurück zu euren Fragen. Über solche Fragen hatte ich ständig vor langen Jahren. Ewigkeit, Unendlichkeit, Absolutheit, was bedeutet das?
Tja, das war meine Tragödie. Und der Raum soll ja auch unendlich sein. Das habe ich mir als Kind mal vorgestellt. Der ist aber gebeugt. Ja. Und ja, der beugt sich da und dann ist er schon wieder hier. Unendlich hier. Wenn du Relativitätstheorie, da ist der gebeugte Raum, der beugt sich so lange, bis er gerade wieder da ist, wo er angefangen hat. Ja, guckst du mit der Brille. Aber das ist ja auch was, als Kind habe ich in den Himmel geguckt und hatte schon gehört, das ist unendlich und ich bin bald verrückt geworden, wenn ich versucht habe. Nur Gott kann sich Sterne zählen, hast doch immer gesungen. Was? Kennst du das Lied nicht? Wer weiß, wie viele Sterne stehen, tralala. Ne? Nur Gott kann sie zählen und tralala. Das ist ein altes Lied, ne? Damit man einfach nur zur Ruhe kommt und schlafen kann. Und gar nicht erst anfängt zu zählen. Ja. Nur Gott hat sie gezählt. Nee, mein Hinweis ist einfach nur, du kannst alles durchdringen, kannst alles verstehen. Intellekt ist auch in seiner Natur absolut unendlich im intellektuellen Verstehen. Aber Gott sei Dank, die Freude daran, es bringt nichts. Egal, ob du das alles durchdrungen hast, alles verstanden hast und alles weißt, wie es geht oder nicht geht. Und bist immer noch nicht mehr oder weniger als das, was du bist. Ist das nicht herrlich? Aber wenn du genau weißt, du kannst dich selbst nicht finden. Das weiß doch keiner. Doch. Wer soll das denn wissen? Naja, aber du sagst wenn, doch wenn, immer, wenn, freut euch. Wenn, gebt doch nicht an. Ach so, wenn der Satz schon mal mit wenn ja, wenn, anfängt. Was mit wenn anfängt, ist... Ja, ich weiß. Wenne. Denne. Also ich höre dich ja öfter sagen, freut euch, dass ihr euch nicht finden könnt oder so in die Richtung. Ne? Ja, freu dich. Ja. Und da ist mir aber aufgefallen, ich kann mich erst freuen, wenn ich 100 pro weiß, dass ich mich nirgendwo finden kann. Ja, dann hast du ja ewig vor dir. Du konntest das doch auch erst nachdem du. Nee, ich freue mich ja nicht. Achso. Aber wir sollen uns freuen. Ja. Ich brauche das nicht. Ich brauche doch keine Freude. Nee. Du bist die Freude. Ja, ich brauche keine Freude. Du bist sie. Boah, aber keine Ahnung, was Freude ist. Ich würde mich doch nicht als Freude bezeichnen. Bin ich bescheuert? Ich dich auch nicht. Sag mal, wenn du schon da bist und dich denkst, freu dich einfach. Ja, Dank, Hingabe ist Freude. Sei die Hingabe, ohne was zu haben. Du hast gerade gesagt, ich kann mich doch erst dann freuen, wenn, tralala. Ja, darüber, dass ich nicht. Du bist ja schon, machst ja schon wieder eine Bedingung daraus. Ja, wenn du sagst, freut euch, dass ihr euch nicht finden könnt. Natürlich, ja, freu dich. Mache ich deine Bedingung. Du hast dich nie gefunden, wirst dich nicht finden und im Moment findest du dich auch nicht. Na gut, ich freue mich. Du bist ein Findelkind. Ohne Grund. Ja, das ist doch, also wenn du einen Grund brauchst zu freuen, das ist doch keine Freude. Hör auf. Grund zur Freude. Ist man schon wieder im Gefängnis von einem Grund. Freude, heller Götterfunken. Der funkt und funkt und funkt. Freude schön. Sein Funken bariechen. Bring mal was in Rom. Dynamische Meditation. Mach doch mal, was dein Meister dir gesagt hat. Ich war auch Funken bariechen sogar schon mal. Du arbeitest im Garten? Was? Kräuterhexe. Muss ich als Osho noch einen erzählen hier? Ja. Ja. Wenn du dich mehr dynamisch, dann würdest du keinen Rückenschmerz und nicht strecken müssen. Mach mal ein bisschen Bewegung, hin. Bewegung, ja. Muss ich immer bewegen. Hüpf dich mal. Ich hüpf dich gleich ein. Hüpf, was kommt von draußen rein? Ja, was jeder Satz, der mit wenn anfängt, ist schon wieder... Wenn das und ich kann mich doch erst dann, wenn das und Ding und ständig sich Bedingungen einschraubt, dann kannst du ewig warten. Ne? Ewig und einen Tag.
Ewig ist ja okay, aber der eine Tag heute, der nervt einem Tode. Heute ist zu viel. Ewig ist okay. Wir keine Ahnung von. Aber heute, was mache ich heute? Das heißt doch ewig und drei Tage. Nein, ein Tag. Ewig und drei Tage. Du hast drei Tage. Du hast ja die Regel. Aber wir haben ja keine Regel als Männer. Wir haben nur einen Tag. Jetzt verstehe ich das auch. Ja, jetzt weißt du, warum das männliche Prinzip näher dran ist. Hab ich schon immer vermutet. Ja, es gibt in Upanishaden das männliche Prinzip. Das ist das Gewahrsein, ist halt nur, da gibt es gar keine. Beim weiblichen, beim Raum, da gibt es natürlich drei Tage und. Ja, ist so. Ja, die Drei-Tage-Regel. Ja, die braucht man. Im ersten fängt man an, im zweiten richtig, im dritten lässt man es laufen. Ewig und ein Tag. Tagelöhner. Ist aber ewig, ist das Prinzip, oh, ewig. Und was mache ich jetzt damit? Hilft mir das etwa? Unendlich, ja, schöne Idee, aber jetzt will ich hier was von haben. Ne? Was macht das jetzt mit mir? Das habe ich in der Freude, die ich nicht kennen kann, nicht haben kann. Ich will doch die Freude kontrollieren können mit meinem Verstehen, mit meinen Handlungen oder Nichthandlungen. Ich will doch ununterbrochen Freude haben. Das ist schon schöner, wenn die unkontrollierbar ist. Alles andere ist doch zum Konzepte. Wir haben alles Konzepte. Und Theater. Konzept. Konzept und Theater. Womit habe ich das verdient? Ja, das ist schon wissen. Was, wenn du das verdienen kannst? Das ist alles Womit. Ne, Anna Soja? Ja. Wäre und hätte ich? Kette. Fahrradkette. Ja, gut, wo waren wir? Beim. Ich habe da noch zur Hingabe noch eine Frage. Ja. Wenn die Hingabe anstrengungslos immer da. Die ist die Natur von Sein. Ja. Nicht wenn, das ist im Moment. Habe ich wenn gesagt? Ja. Ja. Oh. Bitte fragen Sie von vorne. Sie hätten beinahe verschmissen. Ich versuch's nochmal. Okay. Fangen wir nochmal an. Die Hingabe ist. Ja, das ist die Natur. Ja, das ist die Natur. Kann ich die auf einmal so besonders bewusst werden? Ach, jetzt bin ich... Nee, das ist ja schon wieder. Das ist das. Okay. Später. Okay. Es ist nie später. Es ist noch niemals jetzt. Das Jetzt ist auch... Das Sein ist nicht jetzt. Jetzt ist schon zu spät. Okay. Dieses ganze Power of Now und das ganze Zeug ist. Jetzt ist zu spät. Schon jetzt ist zu spät. Hingabe ist. Das Jetzt ist schon ein Ausdruck der Hingabe. Aber im Jetzt ist doch keine Hingabe. Hm? Das Jetzt ist schon die Verwirklichung der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit. Diese Wahllosigkeit ist ja nicht, das Jetzt ist aus der Wahllosigkeit entstanden, aber nicht aus etwas gekommen. Und wenn überhaupt, das Jetzt hat doch nicht mehr Kraft als irgendein, was. Welche Kraft soll das sein? Wer ist ihm jetzt besser dran als ihm später?
verkauft sich gut das jetzt. Gutes Geschäftsmodell. Also wenn ich einen Sonnenaufgang sehe, dann habe ich mir schon selber damit eine Falle gemacht. Das machst du sowieso. Die brauchst du erst gar nicht machen, die ist ständig da. Die Hingabe ist doch schon die Falle. Ja, scheiße. Wenn jetzt schon zu spät ist, was willst du sonst noch machen? Ja, was willst du mit Hingabe machen? Wo soll es denn hingehen? Hosenmacher. Du meinst, was ich immer, ich mache immer alle Türen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Immer dieses Revolvertüre von irgendwelchen Hotels, diese Drehtüren, wo sich alles um nichts dreht. Und du denkst, wenn ich die Tür anhalte, dann habe ich das Rad der Wiedergeburt gestoppt und dann, wenn ich das Rad der Wiedergeburt, dann komme ich nicht mehr wieder, dann bin ich das Ungeborene und dann, aber erst dann bin ich mit Osho vereint. Ansonsten lebe ich ja nur seinen Traum, aber ich muss ja zu dem werden, was Osho ist, das Ungeborene sein. Weil das Ungeborene ist natürlich besser als das Geborene sein. Dabei ist das Ungeborene schon eine Ausgeburt des Teufels. Ja, eine Idee. Da gibt es etwas Ungeborenes. Was besser ist als Geborenes. Weil sterblich und unsterblich. Das Unsterbliche ist natürlich besser als das Sterbliche. Oh, möchte ich auch unsterblich sein. Wenn ich dann gestorben bin, bin ich unsterblich geworden. Durch das Sterben werde ich zum Unsterblichen wieder, was ich vorher war. Alle diese schönen... diese Schlaftabletten für die Menschheit. Ne? So Erträglichkeitstabletten, damit man das alles ertragen kann und erträglich macht. Ne? Ist auch wunderbar, ich habe auch nichts dagegen, aber wer trägt hier was? Trauer muss Elektra tragen, weil sie nicht weiß, was Elektrizität ist. Fand ich mal gut. Trauer muss Elektra tragen. Ist alles traurig. Darum meistens auch Sadguru. Und alles Sadgurus. Traurige Gurus. Ja, so dieser Ecke noch was? Ne? Ach. Ja, bin ich wieder bei dir. Irgendwas ist so im... ja, ist immer so, da kommt immer aus irgendeinem Eck so ein kleines Hoffnungspflänzchen kommt auf und ich bin immer so böse und schneide es gleich ab. Manchmal lasse ich es wachsen für eine Zeit, damit ich mehr Spaß habe beim größeren Schneiden. Was wäre denn Anfängen? Ja, ich habe mir angewöhnt, das Haar selber schon zu installieren im Bewusstsein. Ja, nach einer Zeit kommt er als zweite Institution, steht da immer daneben und das wollen wir noch mal sehen. Das ist schlimmer als Ehefrau. Ja. Clara im Hintergrund. Keine ist klarer als Clara. Ja, eigentlich initiiert man den Teufel in dir. Also der ständig, guck noch mal hin. Ist das wirklich was?
Immer diese Baron Katie im Hintergrund. Kann das wirklich die Wahrheit sein? Ist das möglich? Ich meine, das ist ein kleiner Kommentator, der dann kleiner war und jetzt ist er vielleicht ein großer geworden, der immer kommentiert, was man gerade so für dummes Zeug hat, sich selber vermitteln möchte. Ne? Wieder so. Da geht nicht hin, das mach nicht, das ist nicht. Das ist auch wieder, oh, das ist aber, nee. Und versucht dich dann immer zurückzuhalten. Du bist dann wie so ein Besoffener, der sich schlagen will da vorne und halt mich zurück. Und weil ich bin Experte, ich bin in der Kneipe groß geworden, darum kenne ich das so gut. Wir wollen sie alle schlagen und wenn sie keiner zurückhält, dann hören sie auf. Halt mich zurück. Halt mich zurück. Ich schlag ihn tot. Ich schlag ihn. Halt mich zurück. Ja. Aber diese Wahllosigkeit auch des Seins, es kann nicht aufhören, sich zu verwirklichen. Das ist die Hingabe, die keinen Hingebenden kennt. Oder da gibt es keinen, der sich hingegeben hat. Es ist eine unendliche Hingabe an sich selbst. Also es gibt es sich immer selbst. Also die Hingabe. Und wie dieser gefallene Engel, wo Gott jetzt der gefallene Engel ist, sein eigener Teufel. Er gibt sich selber hin und schafft sich seine eigene Hölle. Ist das nicht herrlich? Weil es gibt nicht zwei, Gott und der Teufel sind nicht verschieden. Das Sein sich als Teufel, 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 Teufel. Ich habe eine Liegenschaft hier. Ja. Ich bin fernab, dass ich provozieren will. Also, ja. Aber von was? Ich bin fernab, dass ich jetzt provozieren will. Aber ich muss mal sagen, erstmal gibt es ein anderes Wort für Traum, also, um das zu erklären, ein besseres Wort. Und die andere Frage wäre, es gibt aber innerhalb des Traums diese Unterschiede. Also ich meine, das macht einen riesen Unterschied, ob man passiert oder ich kann mir den Finger in der Tür. Ja. Und auf der Ebene, die du jetzt bist, ist es ja eine Ebene von Verbalen. Also es ist ja total witzig, das Leben ist ja ein Jungen zum Lachen, das ist mir auch klar. Ja. Aber das Dumme ist, letztendlich sind wir dann doch gefangen in diesen, sagen wir mal, Finger in der Tür. Eigentlich nicht. Aber wie willst du, oder hättest du gar keine Angst mehr zu sterben? Nee. Oder zu leiden? Nee. Wenn du dir die Finger in der Tür klemmst? Nee, als das, was ich bin, gibt es keine Angst. Karl, den du hier als Karl siehst, der hat natürlich irgendwelche, der möchte natürlich auch vermeiden, dass er seine Finger in die Tür hält. Ich bin nicht dumm. Ich fasse auch nicht auf eine heiße Erdplatte, um zu beweisen, dass ich keine Angst habe. Das wäre bescheuert. Aber als das, was ich bin, habe ich keine Angst. Weder vor Tod noch Teufel oder irgendetwas. Aber als Karl habe ich natürlich Angst vor euch. Tödliche Angst. Darum mache ich euch immer gleich nieder, damit er gar nicht erst auf die Versuchung kommt, mich anzugreifen. Ich entwaffne euch sofort, damit er überhaupt gar nicht erst auf die Idee kommt, dass ihr eine Chance habt. Naja. Es gibt immer zwei, es gibt das eine und das andere, das muss man auch nicht vermischen. Okay. Und es gibt es im Wickel? Ja, es gibt es, aber nur im Traum. Also ich kann innerhalb des Traums, hast du ein anderes Wort für Traum? Verwirklichung. Die Wirklichkeit und die Verwirklichung, die im Wesen nicht verschieden sind. Und also die Wirklichkeit wäre der Träumer, der absolute Träumer, der auch den Träumer träumt und das Träumen und Geträumte. Und das ist die Verwirklichung des absoluten Träumers, dieser Parabrahman, der sich als Brahman, als Kreativ, als das Kreator oder das Kreatieren und das, was die Creature hier, die Kreaturen. Das ist alles dann, aber es ist alles das Sein, was ich nichts anderes kann, als sich als das hinzugeben, was es ist. Und als kleiner, als menschliches Erfahrung gibt es natürlich jede Art von Angst, Leid oder irgendetwas. Ich gehe auch zur Vorsorge beim Doktor. Muss man sich mal vorstellen. Dann soll man dann sagen, warum gehst du denn noch zum Doktor als Vorsorge? Wenn du nie geboren oder hast du etwa noch Angst vor irgendwas? In Wien haben sie vor 20 Jahren, bin ich da gesagt, du hast ja noch eine Brille, du willst ja noch was sehen. Du kannst ja nicht das sein, was du angibst zu sein.
Du hast ja auch noch eine Uhr, du willst ja noch wissen, wie spät es ist. So. Was soll man dazu sagen? Da bin ich dann, ja, habe ich auch nie angegeben, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt das und das oder so. Keine Ahnung. Ich freue mich nur darüber, dass ich das nicht verteidigen muss, was ich bin. Das ist eine Erfindung, oder? Nee, ist gar kein. Es ist einfach eine unumstößliche Tatsache, dass ich bin. Und das ist nicht vermehr- und nicht verminderbar. Das ist alles. Wenn du See sitzen, wenn du die Klarheit, die Schönheit siehst, das oder das? Ja, als Karl habe ich auch unterschiedliche Sonnenuntergänge. Aber als das, was ich bin, kenne ich keinen. Kein Sonnenuntergang. Weil die Sonne geht ja nie unter. Das ist eine Zweiheit der Wahrnehmung. Also der Traum ist, dass die Sonne untergeht. In Wirklichkeit dreht sich die Erde zur Sonne und zur Sonne weg. Dann könntest du sehen, die Sonne ist fixt. Das Selbst ist ein Fix. Das ist unumstößlich ein Fix. Punkt. Und die Idee, der Traum ist, dass die Sonne untergehen kann. Die Sonne geht nie unter. Die Sonne scheint immer. Und das Sein ist immer. Jetzt und immer da. Aber nicht die Welt, die du denkst zu sein, die dreht sich. Da wechselt immer etwas. Scheinbar wechselt sich. Also der Traum ist, dass da eine Sonne ist, die untergehen kann. Dass es ein Selbst gibt, was manchmal ist, manchmal nicht ist. Nein, das Selbst ist jetzt und immer da. Und der Nicht-Karl, der da ist, der ist so weit. Nein, das, der Radikal da hinten. Oder der Radikal. Der wird, wenn dieser Komplex weggeht, einfach. Nein, ich bin die Sonne, die keine Sonne kennt. Und ich scheine von mir aus. Ich bin und das alles, was Karl ist, ist scheinbar. Und das, du nimmst den Raum wahr, die Dinge. Und ich nehme alles genauso wahr wie du, das muss ich nicht ändern. Und dich selbst in diesem Raum wahr? Also als ich nehme mich als eine Kameraposition wahr, die man Karl nennt. Okay. Ein Standpunkt, also eine Position, von dem sich die Wahrnehmung wahrnimmt. In einem Raum gleichen. Das ist wie bei dir, es ist nichts Unterschiedliches. Das ist so ein Montagepunkt, wie sich das Universum montiert. Aus diesem Punkt heraus montiert sich das Ganze. Das heißt aber nicht, dass das, was sich hier lebt, verschieden ist von dem, was sich da lebt. Das Leben, was sich als Karl lebt, ist nicht verschieden von dem Leben, was dich lebt. Die Sonne scheint einfach ohne irgendeine Unterscheidung. Sie scheint einfach. Das ist doch dann aber auch eine Form von Bewusstheit. Nee, ist keine Bewusstheit, ist einfach Sein. Man ist, das ist das, was du bist. Das kannst du nicht sein. Und der Schein ist schon ein Schein. Bewusstschein. Bewusstsein. Und ist es vor dem Bewusstsein? Es ist weder vor noch danach. Es ist die Natur von Bewusstsein, die kein Bewusstsein kennt. Es ist die Natur von Sonne, die keine Sonne kennt. Die nie Sonne gesehen hat. Du siehst keine Sonne, du bist die Sonne. Und die Sonne, die du sehen kannst, bist du nicht. Sohne und Sohne. Es gibt Sohne und Sohne. Und andere Söhne. Also ohne dass du das bist, gäbe es nichts, was du hier. Damit überhaupt Wahrnehmung sein kann, musst du sein. Also die Wahrheit, die du bist, ist mit und ohne Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist dann immer von irgendeinem Montagepunkt, montiert sie sich die Wahrheit. Es ist kein Punkt, es ist eine Kameraposition. Ist die nach vorne gerichtet? Die ist manchmal ein Kanal, ein Tunnel, ein persönlicher Tunnel, unpersönlich, absolut, unendlich. Aber du weißt doch nicht, wo du anfängst, wo du aufhörst. Weißt du, wo du anfängst, wo du aufhörst? Hast du irgendeine Idee, wo es endet? Ist sie getrennt von der Wahrnehmung? Nein, da ist doch nichts Getrenntes. Du nimmst dich getrennt wahr, aber das trennt dich doch nicht. Es muss doch nicht Einheit sein, es muss doch nicht irgendetwas sein. Du kannst Verschiedenheit wahrnehmen, aber das macht dich doch nicht verschieden. Du nimmst dich als Mensch wahr, das macht dich doch nicht zum Menschen. Du nimmst dich als irgendwas, Universum wahr, das macht dich aber nicht zum Universum. Du bist das, all sich in allen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten Verwirklichende, aber sich als das, was es ist, nie Kennende. Und alles, was es sich kennt, ist es nicht.
Es ist das, was sich alles kennt, aber nicht das, was es kennt. Oder bist du Jack McKenna? Der Beispiel ist mal die Sonne, die keine Sonne kennt. Und die scheint einfach aus sich selbst heraus. Das ist die Hingabe der Hingabe. Also sie gibt sich einfach allen hin, sie scheint auf alles, was da ist, ohne zu diskriminieren. Es gibt da kein Hohes, Tiefes oder irgendetwas. Da gibt es nichts Erstes, nichts Zweites, es scheint einfach. Das ist wie das Selbst oder das Absolute, es scheint auf alles. Also es verwirklicht sich in allen möglichen, unmöglichen Möglichkeiten und hat keinen Vor- oder Nachteil in irgendetwas. Das kann unter sich auch gar nicht leiden. Die Sonne leidet auch nicht, unter Sonne zu sein. Es gibt nur Leid, wenn du dich kennst als etwas. Kennen ist Leid. Leider. Egal als was du dich kennst, leidest du. Weil in dem Moment, wo du dich kennst, vermisst du deine Absolutheit. Ja. Wartest du erst an Dunkelheit oder das Licht? Beides gibt's nicht. Für das, was du mich gibst, noch niemals Dunkelheit. Aber es braucht keine Bedingungen. Es gibt weder Bewegung noch Ruhe. Weil Ruhe braucht immer wieder Raum, wo es ruhig sein kann. Es ist weder das noch das. Weder noch. Es erfährt sich als Dunkelheit und es erfährt sich als Licht. Aber es ist keine Dunkelheit und auch kein Licht. Weder noch. Es trotzt jeder Beschreibung. Du bist nie wegen etwas. Du bist immer trotz allem. Was immer du dir vorstellst, bist du. Aber damit du überhaupt was vorstellen kannst, musst du sein. Aber du bist nie eine Vorstellung von dir. Aber alles andere sind Vorstellungen. Aber das, was sich alles vorstellt, ist nie Teil der Vorstellungen. Ist doch so simpel. Und da kann man nichts für machen. Das ist einfach deine Natur, die du nicht loswerden kannst. Das bedeutet ja auch, wenn ich meine eigene Geburt hätte erleben können, dann wäre ich ja nicht geboren. Du bist ja auch nie geboren. Du bist bei der Erfahrung von Gebären, also wenn deine Mutter, ist doch keiner gekommen. Ist denn irgendwas geboren? Irgendeiner hier, der geboren ist? Ausgeburt des Teufels. Das ist doch keine Geburt, das ist Energie. Die Energie war doch schon in der Erde vor die Wand. Das ist doch nur Futterenergie hier. Ein Futterkörper, ein Foodbody. Mehr ist das doch nicht. Eine Energie, die sich jetzt als irgendwas, Finger des, ist doch schon weg. Ist alles schon weg. Keine Ahnung. Muss ich das wissen? Was spricht denn hier? Was hört denn hier? Wer ist der Lautsprecher? Wer ist das Mikrofon? Oder ist das Sein einfach, ist da ein leerer Lautsprecher, wo das Sein vibrierende irgendwas und da ist ein leeres Mikrofon, das wieder in die Leere spricht und irgendetwas? Bleibt denn irgendwas übrig von diesen Vibrationen? Vom ja, war doch nichts. Wie Buddha sagt, 40 Jahre bla 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 und nichts gesagt. Was bleibt denn immer übrig? Nix. Nix und wieder nix. Ist doch die Freude der Leere. Es bringt nichts, es nimmt nichts, gibt nichts. Macht doch nichts. Keine Macht für niemanden. Rio Reiser. Keiner war heiser. Also es ist wirklich nur der eine Hinweis im Tief-Tiefschlaf. Existierst du als das, was du bist, wie jetzt. Mit und ohne, trotz jeder Vorstellung von Sein bist du. Und jetzt bist du nicht verschieden von dem, was du im Tief-Tiefschlaf bist oder vor der Geburt. Ununterbrochen bist du. Und das kannst du nicht sein. Der Rest ist unter ferner Liefen. Es ist einfach nur, oh, schauen wir mal. Warum erfahre ich im Tiefschlaf nichts? Bitte? Warum erfahre ich im Tiefschlaf nichts? Doch, du erfährst die Leere da, die Abwesenheit. Von was immer du dir vorstellen kannst. Das ist doch die Form, die Nichtform, die Leere. Alles Form ist Leere und alle Leere ist Form. Genauso wie die Form leer ist, ist auch die leere Form. Also Abwesenheit, du bist das Wesen der Abwesenheit und das Wesen der Anwesenheit.
Und weder noch. Wenn Anwesenheit ist, bist du die Anwesenheit. Wenn Abwesenheit ist, bist du die Abwesenheit. Aber du bist weder noch das eine noch das andere. Weil das eine ist nicht verschieden vom anderen. Und alles, was verschieden ist, wo findet man Verschiedenheit? Auf dem Friedhof der Verschiedenen. Er ist verschieden, ja, ist tot. Also alles, was verschieden ist, ist tot. Und der Körper ist doch schon tot. Der kann doch gar nicht mehr sterben. Mehr Tod geht gar nicht. Es ist eine Information, die sich transformieren, ständig, wechselnd. Tote gebären Tote. Das ist doch der Buddhismus. Da haben sie Skelette auf den Dingern, die dann Skelette erzeugen. Nur Skelette werden geboren, tot geboren. Wo soll man da Angst haben? Noch ein Skelett. Skeleton. Und Skelette machen immer Töne. Warum heißt es Skeleton? Skeleton. Und klappern vor sich hin. Blab, 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 blab. Der Klapperstorch. Darum kommt man, jede Skelette kommt mit dem Klapperstorch. Klapp, 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 was kommt von draußen rein? Der Tod mit seinem. Auf einem Bein. Ja, es ist doch wirklich ein Totentanz. Es gibt eine australische Band, die heißt That Can Dance. Ja. Was? Ja, das ist schon lange her. Aus Melbourne. Ja, ich mochte die. Ja, die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Gibt es die noch? Klar gibt es die. Na, schon alt sein. Nee, habe ich heute erst gesehen irgendwo. Komischerweise. Skeleton. Schönes Wort, ne? Skeleton. Klappert vor sich hin. So. Nee. Ich glaube, wer da, der muss wirklich in so ein, Hospiz gehen und gucken, wenn dann die Kamera einfach Peng macht. Da ist keiner, der da rauskommt. Da ist keine Seele drin, die da rauskommt oder irgendetwas. Das ist einfach nur eine Kamera, wo die Energie einfach nicht mehr. Da war nie einer drin. Was? Haben uns alle was vorgemacht? Ihr macht euch alle was vor, ja. Hey, ich bin hier, du, wollen wir zusammen ein bisschen klappern gehen? Mal gucken, ob es mit uns klappt. Da kommt es. Ja, da war nie was klapp, drin, klapp, aber die klapp, Energie. Klapp. Da ist doch keine Energie drin. Also die ist doch nicht weg. Die Leiche ist doch noch voll Energie. Sagen wir mal, der Motor hat keine Pumpe mehr. Also als Als du mal gestorben warst, ja. Als ich damals gestorben bin, da war das aber anders. Mein Bruder ist gestorben, da war ich dabei. Dein Bruder ist gestorben? Ja, alle drei. Ach Gott, doch Gott. Stell dir vor, also hör mal schon, also ist also der Bruder gestorben. Mama mia. Spitze jetzt? Mhm. Ich glaube schon. Du willst gerade was beweisen, was ich dir nicht abnehme. Nee, ich will gar nichts beweisen. Doch, ich will dir nur erzählen, dass es, weil du sagst, dann plopp und da geht nichts raus und keine Ahnung, was passiert. Ich habe nur gemerkt, da sackt was in sich zusammen, mehr nicht. Was? Da ist wie ein Sack, der sich zusammensackt. Okay, für mich war es anders. Ja, weil du es gerne hättest. Ja, ist so. Du stellst es dir dann vor, dann passiert es auch so. Klar, hast du doch gerade gesagt. Du hast deinen Bruder vorgestellt. Ist doch schon eine Vorstellung. Als mein Bruder gestorben ist. Ach so, ja, wenn das so. Ja, wieso? Ja. Also man muss ja auch gleich mal anfangen, wo es anfängt. Okay, ich meine. Ja, wie okay? Ja, aber. Ja, okay oder nicht okay? Jedes Wort, jede Vorstellung, weißt du, ist zu spät. Zu spät? Ja. Ja, wunderbar. Ja, wollte ich nur mal sagen. Zu spät, ne? Wenn du zurückgehst, aber einmal müssen wir auf den Punkt kommen hier. Ja. Ja, komm mal auf den Punkt. Komm mal auf den Punkt. G-Punkt. Nee, das war richtig super. Als er gestorben. Ja, man macht immer so einen Hermann draus, da wenn so ein
Ding da und mein Bruder und meine Verbindung, dann habe ich meine Verbindung auf einmal kappt sich die Seele da und auf einmal habe ich, mein Ding und da war und war nichts mehr. Und jetzt was mache ich ohne den? Das ist, also bei mir was anderes. Du sollst nicht alles persönlich nehmen. Ja, aber ich nehme es in dem Moment persönlich. Du nimmst alles persönlich. Wenn ich das Thema angesprochen habe, du machst alles persönlich. Was kannst du? Wie kannst du es denn sonst nehmen? Ich kann gar nicht alles anders ja. als alles persönlich also, zu nehmen. Also, lass deinen Bruder ruhen. Damals, als mein Bruder starb. Das hört sich wieder an. Ja, du hast gesagt, man müsste ins Hospiz gehen zu jemandem. Und dann ja, zu sehen, dass da nichts passiert. Zu sehen, dass nichts passiert. Ja, geh mal hin. Kurz erinnert und... An deinen Bruder wieder. Ja, und? Ist der vielleicht was anderes als ein Hospiz? Hospiz heißt da 20 auf einmal. Ja, aber die sterben auch nicht alle nebeneinander. Klar. Wenn es keine Zeit gibt, sterben die alle. Tuck, 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 sind sie weg. Ja, da verstehe ich. Haben sie alle abgesprochen. Die geben sich die alle hin auf einmal. Pam, 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 pam. So eine Serie. Alle 7 auf einmal. 7 auf einen Schlag. Oh. Also alle verstehen immer beim Geboren, das Sein ist nicht geboren, beim Geboren werden, aber wenn dann mein Bruder stirbt, das war natürlich ganz was Besonderes. Das war meine erste Leiche, also ich meine, das erste Sterben. Das war meine erste Leiche, das war was Besonderes. Das nimmt man dann schon besonders wahr. Ja. Da gibt man sich noch Mühe. Ja. Da fühlt man noch rein, da fühlt man noch rein in die Leiche. Ich musste gar nichts machen, ich stand nur daneben und als der ausgeatmet hat, den letzten, dann war ich in so einem Bliss, wie ich... Bist du ganz besonders schön. Wieder, das vergisst man nie, damals als mein Bruder starb. Ach, leck mich, Mensch. Hatte ich da einen Bliss zwischen, oh Gott, das strömte nur aus mir raus, der Bliss. Strömte gar nichts. Ja, hast du doch gerade gesagt, es strömt nur rein und raus und irgendwo. Was ist da mit den Nahtodaufnahmen? Was? Also, da gibt's genau so ein Scheiß. So, sind doch alle ziemlich ähnlich. Was? Aber die sind doch ähnlich. Wie ähnlich? Jede Nacht bist du weg. Ist das auch eine Nahtoderfahrung? Ja. Eine Todeserfahrung. Schlaf ist Bruder. Schlaf ist der Bruder des Todes. Genau die gleiche Erfahrung beim Tod. Du bist weg und keiner war da. Und wenn dann morgens nicht wach wurde, ist kein Stören, nicht wach zu werden. Da ist doch keiner, der einschläft. Wovon träumst du denn? Mama mia, Heidi, was machst du daraus? Hast du auch irgendeine nähere Verwandte? Ich habe auch Verwandte, ja. Was hast du? Verwandte. Was? Du hast eine Nahtoderfahrung im Moment? Nein, nur Verwandte. Das reicht. Heidi hat im Moment eine Todeserfahrung. Jetzt müssen wir zuhören. Ganz was Wichtiges. Heidi, Heida. Heidi, Heida. Was? Hast du nur getrunken? Zu wenig, glaube ich. Feurig wie früher. Sanfte Säfte. Sanfte Säfte steht da drauf. Sanfte Säfte. Das kommt nur aus sanften Säften. Mein Saft. Sanfte Saft. Ja, es ist wirklich, wenn du aus der... du kannst es nicht mehr so ernst nehmen, den Scheiß. Hä? Als damals. Als Johnny Kramer starb. Das ganze Ding da und oh Gott, oh Gott. Tag, als... Das haben alle mitgesungen. Und, oh, ja. Ich versuche gerade zu erinnern, wie du über den Tod deiner Mutter geredet hast. Gar nichts. Da hast du ja auch oft erzählt. Hast du ziemlich oft da war ich doch gleich dabei. Ich habe nur vom Koma erzählt, aber nicht vom Oma Tod. Oder von der Tante oder was? Nein, gar nichts. Du bringst mal wieder alles, ja, mixt, alles du mixt mal wieder ja. alles mit deiner Bruderschaft und Verwandtschaft. Verwandte, die sie will immer nur Recht haben, die Kleine hier. Ach, weißt nee. Du noch damals? Ach, nee, weißt du noch damals? Darfst du davon wer erzählen? Wer will Recht haben? Ah, dann sagt sie immer, ich habe beim Abwaschen alles zugehört. Ich habe alles gehört. Trotz Geschirrgeplimper, ich habe genau gehört. Nein, da habe ich eben nichts gehört. Ah.
Außerdem schickt die, die nichts hören, lieber zum Akustiker als zum Friseur. Da fährst du lieber eine Hörbar. Weißt du, wie ein Kind im Ohr. Lieber ein Kind im Ohr als ein Bruder. Schick sie nicht mehr zum Friseur, schick sie zum Kind. Du hast ein Kind im Ohr. Ich hab einen Karl im Ohr. Ach Gott. Na, Anders, für Beerdigungen sind das Lustigste, was man haben kann. Ja, das stimmt. Wieder eine Leiche gestorben. Leichen pflasterten ihren Weg. Hansapflaster. Sensitivpflaster. Tod. Ein naher Verwandter. Also du bist ja sicher, ja, dass es so ist. Du bist ja sicher, dass es so ist. Was denn? So. Was ist? Kamera. Ja, mess doch nicht. Morgens geht Kamera an, abends geht sie aus, genau wie der Tod. Mhm. Mess doch nicht. Frag mal Tote, ob es ihnen wehtut. Nur die Nachkommen und die Siblings, ja, die machen da einen Hermann draus. Also du bist sicher, ja? Was sicher? Dass es so ist, wie du sagst. Muss ich das sein? Nö. Also, ich bin sicher, dass ich mir nicht sicher sein muss. Siehst du? Das weiß doch keiner genau. Wer sagt das? Ich sag das. Ja. Und du bist das. Bist der Referenzpunkt des Seins. Nee, gar nicht. Ich bin doch schon Referenz hier. Nur eine Referenz. Mehr Referenz geht doch nicht. Das Feuer ein bisschen. Was? Weiter schüren hier. Ihr seid die Erzengel hier. Die Referenz schwächt. Da schmeißen sie mal Eisenerz ins Feuer und wollen dann Eisen daraus kriegen. Die Erzengel. Ringelpitz mit anfassen. Boah, ja? Und zwar. Ja, das war schon gut. Also, fängt gut an. In dem Phänomenalen, was so passiert, also es gibt ja keine Trennung, also hängt es ja sowieso. Doch, es gibt Erfahrung von Trennung, die gibt es, klar. Eine Erfahrung von Trennung, aber es gibt anscheinend. Das trennt aber keinen. Genau, es ist also nichts getrennt. Was? Es ist also nichts wirklich getrennt. Doch, es ist getrennt. Aber es trennt ja nichts. Wenn ich jetzt... Ist es jetzt unwirklich getrennt oder wirklich nicht getrennt? Also mich interessiert das nochmal mit den Gotteszeichen. Und zwar folgendes. Ach so, Gott. Wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal ganz platt, 2 Stunden meditiere oder so. So wie du und gehe im Körper. Du gehst aus dem Körper? Nein, ich gehe in den Körper. In den Körper? Aber du bist im Moment nicht drin. Du meditierst dich so rein. Na, sagen wir mal, der Fokus liegt gerade da. Der Fokus ist nicht da. Der Fokus liegt gerade da. Der Fokus? Der Fokus liegt gerade da. Also Meditation ist ja, man ist im Lokus und macht einen Fokus. Nein, der Fokus ist gerade da. Liegt da. Und es gibt den Jean Klein Meditation, hast du die gemacht? Nee, Moment. Also dann kommen da ein paar Gefühle und die verschwinden auch wieder und so weiter und so fort. Furchtbar, ne? Und dann ist es ganz still. Und dann kommt manchmal Freude von alleine auf. Ich meine, das kann alles die Geschichte sein, ne? Einfach mal. Ja, es war einmal eine stille Freude. Und ist es dann nicht möglich, dass, wenn es doch nicht keine wirkliche Trennung gibt, dann kann ich doch, also dann spüre ich doch auch das, was ich bin, oder nicht? Nee. Warum nicht? Keine Ahnung. Also warum nicht? Weil es was anderes ist als was anderes. Nee, das ist keine Antwort. Doch. Stille Freude ist dann halt, die andere Freude ist dann, oder eine. Du hast gesagt, du musst irgendeinen Umstand erst vorführen, einen Fokus auf etwas und dann eine stille Freude, sondern eine bedingte Freude. Das ist wieder, was ist das denn?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich hervorrühre. Hast doch gerade gesagt, wenn du meditierst. Nee, ich meine es eigentlich so, dass ich, wenn ich es nicht anfasse, sozusagen. Wie nicht anfasst. Wenn ich die Sachen, die auftauchen, nicht anfasse, sozusagen. Ob das so, wenn du die nicht anfasst, Gedanken sind, versuch die mal zu fassen. Ob das Gefühle sind, ob das Gedanken sind, wenn ich das nicht anfasse. Anfassen. Anhaftung. Wenn ich das nicht anhafte, sagen wir mal so. Du haftest nicht. Und dann hast du wieder Kokodent und dann geht's wieder. Dann verlieren wir die Zähne und die haften nicht mehr. Und dann müssen wir, kommt wieder Dr. Dent, der Dentist. Okay. Dent ist. Dann jedenfalls. Hast du schon, ich habe ich vor. Nicht nur von mir, sondern ich, ja, aber wir haben doch gerade wieder das Wenn, Wenn, Wenn. Ist ja schon wieder ein Wenn, ja, drin. Wenn ist nicht gut, okay. Was? Wenn ist nicht. Ist, wenn ist gut. Aber wenn's doch ohne Wenn gibt es dich doch gar nicht. Ohne Wenn gibt es dich doch gar nicht. Ohne Wenn gibt es dich nicht. Also es gibt diesen mentalen Raum, in dem man reden und sprechen und so weiter kann. Mentalraum, Mentalkörper. Das Oberstübchen und das Unterstübchen. Das, den Mentalkörper, den Körper, also den Schmerzkörper. Nee. Also es gibt den Körper und es gibt den Emotionalkörper. Nein. Ja. Hör mal. So, irgendwas habe ich sowas mal gelesen. Ja, das ist so. Unter Ferner hörte ich mal. So ferngesprächmäßig. Und die Frage ist, wenn ich mir mental sage, es gibt keine Trennung, gibt es ja auch nicht irgendwie. Denkst du? Du denkst dir vorher eine Trennung, dann denkst du keine Trennung. Alles denkst du. Die Frage ist, ob ich das. Okay, meine Frage ist. Ja, ist das fragwürdig? Kann ich das über den Körper, also Verbindung zu dem aufnehmen? Also ja, Verbindung. Ja, aber was, wenn man schon Verbindung hat, ist das schon wieder. Ja, aber ich kann das doch wahrnehmen, was ich will. Ja, boah, mach doch. Mach doch hinne. Frag mich doch nicht. Wenn es keine Trennung gibt, ist sowieso alles. Wer sagt das? Das höre ich ja die ganze Zeit. Ja, ich habe nie gesagt, dass es keine Trennung gibt. Weil es die Trennung gibt, gibt es sie nicht, würde ich sagen. Aber sie gibt sie. Es gibt sie. Aber weil es sie gibt, gibt es sie nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, darum sitzt du hier. Wenn du das Koran brichst, dann willkommen im Koran-Club. Ja, es ist ein Koran, das du nicht brechen kannst mit deinem Oberstübchen. Ich weiß gar nicht, was das Wort heißt. Wie heißt das Koran? Ein unbrechbares Rätsel. Was im Sinn? Ah, Koran. Koran. Okay, ja, so. Koran. Koran. Koran oder Koop? Oder Koop. Das heißt, das ist auch wieder nur eine Vorstellung. Was heißt nur? Das ist einfach eine Hingabe des Seins an dich, dass du mal was Unterhaltung hast. Das Sein ist sehr großzügig. Es schafft dir eine kleine Unterhaltung und dann kannst du so tun, als wenn du was begriffen hast. Aber wenn es doch entspannt, dann ist doch auch erstmal okay. Ja, Sex im Oberstübchen. Man nennt es ja, im Englischen heißt es Mindfuck. Ist alles Mindfuck. Alles ist Mind. Alles ist Geist und Geist durchdringt sich. Alles ist Mindfuck. Aber ein bisschen Sex ist ja okay, ne? Kann man ja gnädig sein. Lass doch den Mind oder das Ding da oben sich durchdringen. Alles Mindfuck. Was ist mit der Liebe? Fuck. Fuck off. Wie fuck off? Ja, du Liebe machen. Nee, ich meine jetzt nicht Liebe machen, sondern die Liebe, die. Ja, Liebe machen. Die man so spüren kann. Die Liebe kann man nicht spüren. Kann man nicht? Man kann nur Liebe, die gemachte Liebe kann man spüren. Beim Liebe machen, da spürst du. Das Machen. Aber macht auch nichts. Ja, ist alles Liebe machen. Liebe macht Liebe. Liebe gibt sich der Liebe hin und macht Liebe. Liebe Liebenden. Also wo,
ja Leute, die sagen, dass wir die Liebe sind, sozusagen. Ja, es gibt viele Leute, die viel erzählen. Viele Verkäufer, die verkaufen gute Sachen. Sex and Drugs and Rock, das verkauft sich am besten. Also Liebe ist immer herzoffen und tralala und wir sind alle eins und so. Das aber ist es wirklich so einfach? Ja, es ist eh so. Es ist esoterisch. Es ist eh so. Die Liebe. Das beste Verkaufsargument, was man haben kann. Da heiraten sogar welche für. Ja, ja, damit und sie scheiden sich deswegen auch wieder. Ja. Das ist am Scheideweg des Seins. Also das ist auch alles Quatsch. Alles, die Buddhisten nennen es den Scheide, also die Scheidewand der Wahrnehmung. Da scheiden sich die Geister. Also da, wo der Geist sich scheidet, da ist er dual. Das ist der Scheide, die Scheidewand der Wahrnehmung. Kennst du die? Nee. Jeden Morgen blitzt es auf. Weil das, was du bist, ist vor dieser ersten Scheidewand des Gewahrseins, bist du. Und dann ist die Scheidewand da, wo Wahrnehmung anfängt. Und von da an ist, ja, das ist die Präsenz, Anwesenheit. Und das andere ist die Abwesenheit, gibt es eine Scheidewand. Das ist das Gewahrsein. Also, aber das Sein ist halt mit und ohne Gewahr zu sein, Sein. Das Gewahrsein ist das reinste Sein, aber das reinste Sein ist nicht rein genug für das Sein. Also ist die Liebe auch nicht rein genug, Nee. Das ist auch nur ein Phänomen, ein phänomenalen. Es ist wie Gott, das ist doch nur kreiert von irgendwelchen scheinheiligen Menschen. Ist doch nur eine Scheinheiligkeit. Allein die Idee von Gott, wo kommt die her? Meinst du, es gibt, wenn es keine Menschen gäbe, es Gott? Ist doch nur eine menschgemachte irgendwas, Tralala-Geschichte. Liebe genauso. Na was? Frag mal deinen Hund. Wie ist denn deine Liebe heute, Dackel? Eine Dackelliebe. Liebe. Blubbert immer raus. I love you. Ja, I hate you too. Entschuldigung, machst du da hinten ein Video? Was? Machst du ein Video? Na, lass doch. Ja. Solange ich das nicht weiß, stört es mich nicht. Ja, ich sehe. Also jetzt hast du mir das gezeigt, jetzt stört es mich. Ja, mich stört es auch. Dich stört das? Ja, mich stört das. Warum? Frau Wiese! Ich weiß, was er damit macht. Ist doch egal, was er damit macht. Ja, finde ich nicht. Wen kümmert das? Mich. Was machst du denn damit? Das schickt er dir heute Nacht. Bitte? Alleine. Nicht ja. Im Fernsehen oder. Klar, das kommt bei Jetzt TV. YouTube. Jetzt TV, YouTube und bei Stefan Raab in der nächsten Sendung. Kriege ich leider nicht. Privat. YouTube. Also, wenn mich das stören würde, wo Leute mich MP3 und wo die hören und wo das, dann nee, und jetzt TV, dann hätte ich aber echt ein Problem. Ja, dich. Hier mit einem so einer, links macht er jetzt einen Hermann hier. Aber Brüder sterben lassen im Unterhosenshow. Ja. Das ist eine Bande hier, ja? Sind ihrem Image verpflichtet. Wer braucht das? Ich. Copyright. Ich. Wer will ich dich, muss wer, wissen, ob wer mich will, jemand fotografiert. Wer will dich überhaupt auf dem Film haben? Eben. Ja. Ich mich nicht und andere auch nicht. Du bist hier immer drauf. Ja, das ist okay. Ist das okay? Das ist bei YouTube, das ist überall. Ja. Und das ist eine hier aus Berlin, die sieht aus wie Mickey Maus. Minnie Maus. Wenn er die sieht, Maxi-Mini. Mini-Maus. Mini-Maus. Ja, nee, also. Was Mensch, denn? Jetzt halt dich da zurück, Mensch. Ich hab mich 2 Stunden heute zurückgehalten, das reicht. Ich hab doch du warst doch gar nicht drauf, da bist du total im Dunkeln hier. Sieht doch keiner. Stimmt das? Leg dich doch woanders hin. Na, ihr habt gute Tipps, vielen Dank. Ja, leg da hinten, gibt es so viele Ablegeplätze. Wir können einfach weitermachen.
Ja, dann halt dich mal zurück jetzt. So viel Angst vor Public Image Kann ja nicht jeder so fotogen sein wie du. Und ich bin populär genug, freundlich auch nur für ihn. Du bist Pop genug? Popular. Ein Popeller? Ja, wo waren wir beim... Nee, ich glaube, ich bin schon wieder fertig. Ist lieber doch. Nee, das leuchtet mir auch ein tatsächlich. Vielleicht ist das die Erleuchtung. Er ist eingeleuchtet. Ja? Eine Frage zu dem Koran. Was ist da eigentlich jetzt eine Zielsetzung dabei? Ein Koran ist dafür gemacht, also die Kette von Gedanken zu unterbrechen. Also da bricht das, da ist irgendeine Gap da. Also du meinst eine Gap wie in der U-Bahn, in Dings, also so in dem Zwischenraum kannst du nicht sein. Es schafft einen Zwischenraum, wo du bist, aber ohne Seienden. Da ist Sein ohne Seienden, das ist ein Chor. Ja, meine Brüder, nach 20 Jahren habe ich vor Angst gelöst, die ihm sein Zielmeister aufgetragen hat. Aber ja, er wurde dann zum Zen-Lehrer ernannt. Ja. Und ja, das ist es jetzt. Ja, Zen-Lehrer, die sollten Koans, die sollten ein Koan sein. Nicht machen. Ja. Man sollte das Koan sein, also man sollte der Zwischenraum sein zwischen allen Möglichkeiten. Dieses Neti-Neti, dieser Mittelweg bei Buddha. Also wo du weder bist noch nicht bist, weder noch bist. Das ist Koan. Wo Sein ist ohne Seienden. Das sollte der Zen-Meister sein. Dann ist er kein Zen-Meister. Dann ist er ein Lehrer. Dann ist er ein Lehrer. Ja, dann ist er sein Lehrer. Aber sein Meister, da ist kein Sein da. Ja. Das ist halt der wesentliche Unterschied. Das ist so wie bei Jiddu Krishnamurti, das war ein Lehrer. Da gibt es Nisargadatta oder Ramana, das war eben der Meister. Also der Satguru. Es gibt Gurus und Satgurus. Also beim Satguru gibt es keine Gurus und keine Schüler. Da gibt es nur Sein. Also sein Meister war ein Benediktinerpater und zwar ist der Willigis Jäger. Könnte sein, ich weiß nicht. Also ich glaube Maintenance of a Bicycle, nee, auf dem Motorbike oder so, gab es irgend so einen Suzuki? Der war auch okay, glaube ich. Oh, gibt ein paar. Tja. Es gibt auch bei Rinpoche, es gibt es genau, da in Rinpoche, der wirkliche, es gibt viele, die, da ist kein Lehrer mehr da. Das ist einfach da, die sind das Sutra an sich. Also sind nicht irgendwas Lehrendes irgendwas. Es gibt also in aller Religion, es gibt auch die Mystiker oder die Sufis, wo dann ein Rumi ist, wo da ist kein, der lehrt nichts mehr. Der ist einfach kein... Keiner. Was? Keiner mehr zu Hause. Nein, da ist auch kein Zuhause mehr. Ja. Weder noch. Keiner mehr zu Hause. Keiner mehr zu Hause ist immer noch einer zu viel. Das ist keiner zu Hause, keiner da. Das höre ich immer wieder. Das ist immer noch einer zu viel, der nicht da ist. Also da, wo weder noch ist, diese Unbegriff, also wo wirklich Unmöglichkeit von Begrifflichkeit, von irgendetwas. Na egal, das sind alles nur Hinweise auf, was ein Koan ist, aber das kann man nicht praktizieren. Du kannst Koan sein, aber nicht schaffen. Mind the gap. Ja, da ist es immer her. Mind the gap. Also sobald da der Zwischenraum ist, gibt es dich nicht. Du kannst nur in der Verbindung von Gedankengängen bist du. Den Denker gibt es nur in Gedanken. Aber wo es weder das eine noch das andere gibt, da bist du. Doch bist du. Mit und ohne. Also, das heißt auch, geh, danke, danke. Er gibt dir irgendeine Erfahrung und geh, danke. Er hat nichts gebracht und nichts genommen. Also auch das Mind Control ist alles Mindfuck.
Also alles, was man da kontrollieren will, ist, schafft man eh nicht. Und Korn ist einfach zu sein, was du nicht sein kannst. Also ununterbrochen zu sein. Was nicht unterbrochen werden kann durch irgendetwas. Was nie mehr oder weniger ist als was, ja, keine Ahnung. Diese Ahnungslosigkeit von dem, was du bist. Das kann man nicht üben. Und darum machen sie Sasen, dann sitzen und sitzen. Sie saßen und saßen und saßen, haben 1000 Satoris und machen sie nicht satt. 1000 Mal gehen sie aus dem Körper in den Raum und so viele Satoris und Dinge und immer wieder zurück. Diese Versagen, das Versagen ist eigentlich die Lehre. Dass du ständig versagst, dich zu kennen. Da ist möglicherweise ein Split-Second, wo die Freude aufkommt, des Versagens. Wo die Freude am Versagen, das ist, was du bist. Ja, und das kann man nicht machen. Das ist dann, wenn es... Gibt es Substanzen, die einen da irgendwie darauf vorbereiten? Nee, Vorbereitung, es gibt keine Vorbereitung. Nee, wenn es das gäbe, würde ja jeder die nehmen und dann einfach fertig. Und dann nehmen wir 5 Tropfen von da und 10 Dinger von da und dann sind wir, was wir sind. Nee, leider klappt es nicht. Da kannst du 1000 Jahre Ayahuasca nehmen oder Peyote oder irgendwelche Dinger. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, es gibt ja Substanzen, die dich in irgendeine andere, also eine zweite Realität schaffen. Habe ich ja 17 Jahre lang noch gemacht. Du gewöhnst dich an eine zweite Realität. Die erste Realität ist deine persönliche und die zweite ist die unpersönliche, der Raum oder so. Dann kannst du eben sagen, du bist im Persönlichen wie im Unpersönlichen. Das bereitet dich vor, dass du keine Angst mehr hast vom Sterben oder so. Das kann alles sein, aber es bereitet dich nie darauf vor, zu sein, was du bist. Es ist ein Spiel vom Bewusstsein, was natürlich dann, was mehr Spiel, du kannst besser spielen mit dir selber. Was besser spielen hat keine Bedeutung. Das können Drogen schaffen, ja, absolut. Substanzen, die dich, wo deine Wahrnehmung sich dann eben lösen kann von etwas und dann sich weitermacht und breitet sich aus im Universum. Also die Flügel einer Wahrnehmung spritzen sich ins Unendliche, alles Mögliche, was man reden kann. Alles das können Drogen machen. Aber die werden dich nie zu dem machen, was du bist und du wirst es deshalb auch nicht erreichen. Aber es ist ein Spiel vom Bewusstsein. Nicht schlecht. Ich liebe das. Und ich liebe es auch, weil es mir nichts bringt. Ja, die Freude an... Mach hin, Junge. Ich mag darum Nisargadatta so. Der hat immer gesagt, das Bewusstsein ist wie deine Nutte, und also dein Service. Es will dich immer bedienen, aber du brauchst nichts. Ständig will es dich bedienen und du bist schon bedient. Du bist ja immer satt, du bist das, was nie Hunger hat. Und trotzdem möchte das Bewusstsein dir immer neue Informationen, schafft immer an. Wie beim Zauberlehrling. Die Geister, die ich rief, also das Bewusstsein, das schafft jetzt an. Und es hört nicht auf. Was ist der Zauberspruch? Dann sagen sie, wer bin ich? Damit hört es dann, nee. Christ ist nicht weg. Der Geist schafft immer an. Im Freudenhaus des Seins, die Bewusstseinsnutte schafft ständig an. Obwohl keine Bedürfnisse, gar keine Notwendigkeit. Es ist wie so ein Unfall, der ereignet hat und jetzt ist einfach der Schlamassel da. Und kein Entkommen. Also was tun? Was tun? Irgendwelche Ideen noch? Nix. Idee-Kaffee trinken? Aber ja. Zen-Meister, die versagen nicht, die sind ja dauerhaft so drauf. Wer? Also Zen-Meister. Die sind nicht so drauf. Solange es noch einen Zen-Meister gibt, ist es kein Meister. Und alle, die verschieden drauf sind, sind es nicht. Die reiten noch das verkehrte Pferd. Du bist nirgends drauf. Ein Zen-Meister ist nicht irgendwo drauf. Die sind doch nicht ständig wo drauf.
Aber es hört sich gut an. Mein Zen-Meister ist immer so drauf. Das ist der Roshi, der von Leonard Cohen, der beste Säufer aller Zeiten. Ständig unter Schnaps. Er konnte so viel, ein paar Flaschen am Tag säuft er mit Cohen. Das Einzige, was der Cohen gelernt hat, ist, wie man richtig säuft. Hat er immer von angegeben. Der Zen-Meister von Leonard Cohen. Saufen gelernt. Dann saß er in Bombay mit Balsika und hat intelligente Konzepte gelernt. Von irgendwelchen Dingen. Und es hat, man gut, es bringt doch alles Gott sei Dank nichts. Es bringt doch nichts. Und zu sagen, Zen-Meister ist so drauf und meiner ist so drauf und diese, dann die Vergleiche, die man, Zen, das würde der nie machen oder das Ding und der ist immer so drauf. Oh. Wer limitiert sich denn da? Mit seinen Vorstellungen. Das Schöne ist doch, du kannst der größte Arschloch dieser Welt sein und bist trotzdem, was du bist. Genau wie das tibetische Totenbuch, der Typ, den sie dann rausgeschmissen haben, auf einmal denkt, also, weil er mit ein paar Frauen da und alle, oh, das ist ein Abuse und Ding und so. Und dann stirbt er, ist er gestorben irgendwo in Bhutan oder irgendwo. Und wenn der Dalai Lama einen kleinen Jungen Zungen küsst, dann ist er auf einmal der schlimmste Mensch der Welt. Oh, jetzt habe ich schon gerade den Lama, habe ich jetzt auch verloren. Der hat jetzt. Oh, jetzt auch, das ist auch ein Pädophiler. Nein, nein, nein. Muss man sich mal vorstellen. Nur weil der die Zunge gezeigt hat. Alle warten drauf auf einen Skandal. Das finde ich auch gut. Keiner hält durch. Alle versagen. Ist das nicht herrlich? Alle Vorbilder werden zerstört vom Sein. Es bleibt keiner übrig. Alle Ikone werden abgesägt. Was ist das für eine Freiheit, die sich besonders leben muss? Hm? Hör mal. Aber natürlich, Schüler und Disciple, die wollen natürlich immer das auf einen Podest heben und das muss dann so sein, wie sie nie werden können, aber mein Meister ist dann so und so. Darum war Osho wahrscheinlich einer, weil der hat einfach vorgemacht, mach doch, was du willst. Ja, oder nicht? Der Messias. Meine Soldaten in Orange, wir werden die Welt verändern. Gott, was? Ja. Hier, guck mal, mit solchen Soldaten, meinst du, da kannst du die Welt verändern? Du Mann hier. Mein Vater war Oberstleutnant. Ja, das merke ich, das merke ich. Du verhältst dich wie ein Spieß hier. Ja. Die Marker nicht. Die Marker Feldwebel. Wedelt immer mit ihrem Feld. Nein, nein, nein. Guck mal, das ist aber jetzt Tröpfchen für Tröpfchen hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Die sanften Säfte. Hast du es nicht geschüttelt? Was? Nein, ich bin gerührt. Ich nehme nur gerührt, nicht geschüttelt. Ich bin gerührt. Wie schon Fleming gesagt. Wenn ich euch sehe, schüttelt es mich. Schüttelt. Es nervt. Das nervt, ja. Also wer das erfunden hat, den sollten sie erschießen. Braucht man ein bisschen Gefühl, geht ganz einfach. Ach Quatsch, dafür muss man Feldwebel sein. Schon, ja. Jetzt gibt es aber an, dass sie Gefühl hat. Hör dir das an. Ich habe das, ich bin Gefühl. Jetzt bin ich wieder übel, übel, übel. Die Dauerwelle sitzt. Heidi, was macht man aus sowas? Grüßt sich eine, der... Eine wedelt den anderen was zu. Im Zwinkerclub. Zwinken sie sich ein.
Sanfte Säfte. Besänftigt. Es ist? Ja, es ist ein Faschismus hier. Sanfte Säfte. Gin Tonic. Was? Gin Tonic finde ich da besser. Aber ist ja nichts für dich. Sauf weiter. Ja, aus dieser Ecke immer noch nichts, oder? Schweiz, Genf, kein Senf aus Genf. Genfersee, Lugano. Ja, muss ich wieder zu meinen alten Genossen hier. Ja. Ja, Angst ist nur da, wenn Denken da ist. Ist Denken Angst? Ja, wenn Denken ist, ist Angst. Denken. Wenn da ein Denker ist, ist Angst da. Wir reden in Todesstrafe, ist ja eigentlich komisch, weil jeder muss ja sterben. Das ist ja das Einzige, weil man kennt den Zeitpunkt. Und dann denkt man, und daraufhin ist es eine Art Bestrafung. Also da, wenn überhaupt du den Körper als irgendwas, dann ist das Einzige, mit dem du dir sicher sein kannst, dass er irgendwann weg ist. Ja. Ja, ich meine, warum soll man dann Angst haben, wann das ist? Das ist die einzige Sicherheit, die man hat. Mit Sicherheit. Der Rest ist doch alles Fluktuation von Möglichkeiten. Also ich hatte vor ein paar Monaten eine Untersuchung und wurde narkotisiert zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich habe mich ganz toll vorbereitet, weil ich den Übergang spüren wollte. Ja, das ist die Scheidewand der Wahrnehmung. Dann haben sie mir das Mittel gespritzt und ich hatte keine 10 Sekunden und ich war ungefähr 4 Stunden weg. Weg und ich kann mich an nichts. Ja, das ist Propofol. So ist das. Es ist mir so toll zu denken gegeben, dass da wahrscheinlich nach dem Tod überhaupt nichts da ist. Nö, das war Todeserfahrung. Das war noch nicht mal nichts. Ja, aber das ist die Todeserfahrung. Das ist der Tod. Und dann bist du im Totenreich und dich gibt es trotzdem. Das ist doch Jesus geht ins Totenreich. Ins Reich der Toten. Und das Leben ist in der Todeserfahrung genauso das Leben wie in der Lebenserfahrung. Es lebt sich als Leben und es lebt sich als Tod. Aber es ist im Lebendigsein und im Todsein. Sein. Das Sein im Lebendigsein und das Sein im Todsein. Macht keinen Unterschied. Beides sind einfach nur Variationen von Sein. Todsein, Lebendigsein. Du denkst immer, Lebendigsein ist mehr Leben als Todsein? Nee. Es ist einfach Sein lebendig, Sein tot. Aber sein Tod ist genauso sein wie sein lebendig. Was ist da der Witz? Warum soll man da Angst haben vor Tod sein? Da ist man doch genauso wie im lebendig sein. Oder nicht? Das kann es nicht sein. Mehr nicht. Ist total witzig, dass man Angst vor etwas hat, was man ist. Wahnsinn, ne? Man hat Angst davor, das zu sein, was nicht sterben kann. Weil im Leben im Lebendigsein genauso ist wie im Sterben ist. Und im Todsein genauso. Also der Tod genauso eine flüchtige Erfahrung wie Lebendigsein. Gibt es wieder eine? Nachgeburt. Ne? Es gibt Nachgeburten. Das war Helmut Kohl, das war eine Nachgeburt. Hat er gesagt, die Gnade der Nachgeburt. Er ist also der Spätgeburt. Nach dem Krieg geboren, hat er mit den Nazis nichts zu tun. Das ist eine Gnade. Als Erfahrung möglicherweise, aber alles, jede Geburt ist eine Neugeburt von Sein. Das Sein gebärt sich als etwas anderes. Und gebärt sich. Und beim Gebären ist es genauso wie beim Sterben. Das Sein, was sich im Gebären und im Sterben genau das Sein ist, was das Sein ist. Die Wirklichkeit verwirklicht sich im Lebendigsein und im Todsein. Also es macht nichts. Also deine Natur macht es nie etwas. Es macht nichts mit dir. Es macht dich, du wirst beim Lebendigen sein nicht lebendig und beim Todsein nicht tot. Es sind einfach nur zwei mögliche Varianten von dich zu leben.
Nämlich du bist das Leben, was sich in Varianten lebt. Und das sind die wesentlichen Varianten von lebendig und tot. Also, es hat keine Macht über das, was du bist. Es macht dir nichts. Das eine macht dich nicht zu etwas, das andere macht dich nicht weg. Du hast unendliche Erfahrungen von Kommen und Gehen. Und beim Kommen kommst du nicht, beim Gehen gehst du nicht. Ein kommendes Sein, ein gehendes Sein. Draußen. Was? Draußen. Was? Draußen. Was? Draußen. Draußen. Horch, was kommt von draußen rein? Ich kann immer nur wiederholen, du kannst nicht nichts sein, fertig. Du bist in allen Variationen, bist du. Und ich rede hier nicht mit irgendwelchen Witzen. Ich rede mit dem Witz, dass das Sein denkt, es müsste sein, um zu sein. Das ist der Witz. Der unendliche Witz vom Sein, dass das Sein annimmt, es muss sein, um zu sein. Es muss lebendig sein, weil du denkst lebendig, was sich bewegt, ist Leben und das, was tot ist, ist tot. Nein, das, was sich bewegt, ist genauso tot wie der Tod. Beides tot. Beides ist total. Und du bist genauso total im Tod wie im Lebendigsein. Weil es Materie ist. Was? Weil es Materie ist. Also in die Materie gefallen. Mutter, Mutter. Haben sie doch noch nicht gefunden. Die haben versucht, Materie, Antimaterie. Es gibt keinen Beweis von Materie. Also wenn man den Physikern und Wissenschaftlern, die haben, sind so tief in die Materie gedrungen, wie er in seinen Körper. Und haben nichts gefunden. Da versuchen sie in CERN jetzt da die Masse so anzureichern, dass es, und dann haben sie halt Angst, dass da ein schwarzes Loch bei rauskommt, das alles verschlingt. Was? Ja, da schwitzen wir alle, weil die Schweizer jetzt wieder. Dann ist so ein Loch wie im Schweizer. So ein paar Kilometer so ein Magnetfeld da und das jagen sie die Dinger da rum, die Gottteilchen. Und wollen da, es geht wieder um das Gottpartikel. Ja, die wollen das Gott so anreichern, dass da ein Todpunkt erreicht, dass sie das fest und mal wahrnehmen können. Die wollen die Materie so anreichern, also so schwer machen, damit es dann wirklich mal fahrbar ist. Das ist genauso das Bewusstsein, möchte sich ja irgendwo mal erfahren. Und dann macht so ein CERN ganz gern ein CERN. Mit Zentrifugalkraft da und schießen ständig auf das Ding da und boah, Gott, oh Gott. Dann gibt es die Wissenschaftler, die alle Angst haben, oh, ein schwarzes Loch könnte entstehen. Dann sind wir alle weg. Und ich wünsche mir das. Wäre doch mal schön, so ein Wurmloch. Vorne rein, hinten raus. Ist der Tag gelaufen? In der Schweiz ist der Tag gelaufen. Ja, nach Star Trek ist das alles. Schupp, ist er weg. Dann gehen wir in die Schweiz. In der Schweiz. Wieso haben die keine Materie gefunden? Was ist mit? Ja, kein Beweis von Materie. Weil die Quantenphysik, die wissen schon seit Heisenberg und sonst wann, ist schon lange hin, so, es kommt nur auf den Beobachter an, auf die Wahrnehmung. Es ist nur da, wenn es wahrgenommen wird. Wenn es nicht wahrgenommen wird, gibt es nicht. Wenn im Wald ein Baum umfällt und es hört keiner, ist er nicht umgefallen. Ja was, guckst du wieder. Ist toll. Dann kannst du dir vorstellen, oh, da war mal ein Baum, der ist umgefallen. Weil die können nur sagen, wahrscheinlich gibt es da eine Flasche, wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Flasche gibt, ist möglicherweise um ein größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gibt. Da, so weit sind sie. Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlich gibt es, wahrscheinlich nicht. Und darum, auf die willst du hoffen, auf Wissenschaftler. Dass die irgendwann mal auf den Punkt kommen. Überhaupt die Idee, Wissen zu schaffen zu wollen. Ne? Also wenn man Wissen schafft, welches Wissen, was man schaffen kann, kann man gleich wieder abschaffen. Das, was man schaffen kann, ist sofort wieder abschaffbar. Wo schaffen sie denn? Wo baggern sie denn wieder?
Aber sie versuchen es. Was sollen sie sonst machen? Wenn dafür bezahlt, kriegen Nobelpreis vielleicht für irgend so einen Scheiß. Die Heisenbergschen Linien und dann die Tralalas und Parametrik der Quanten. Ich habe auch eine Quantentheorie. Meine Quanten. Richtige Schuhe. Und obwohl man dann alles weiß, dass es alles gar nicht gibt, muss man damit umgehen. Ist es nicht Wahnsinn? Ja. Oder muss man nicht, aber tu mal so, als wenn es nicht gibt. Wie er schon sagt, stell mal deinen Finger in Dings ein und lass es mal zugehen. Mal gucken, ob es dann Materie gibt für dich oder nicht. Also ja, es gibt es in deinem Ding, aber es gibt keinen Beweis dafür. Okay, alles Luft. Alles heiße Luft. Ja. Ich würde doch noch mal gerne zu sprechen kommen auf Tod sein und lebendig sein und das Sein davor. Davor gibt es kein Sein. Wo soll da das Vor sein? Sein Vorkommendes. Auf welcher Grundlage passiert das lebendig sein und das Tod? Welche das Grundlage? Nicht sein kann. Wer braucht denn eine Grundlage? Also wenn ich meine Erfahrung von Narkose erlebe. Du hast doch gerade gehört, Narkose hat er nicht erlebt, da gab es ihn gar nicht. Ja, das ist der schöne Punkt. Ich erinnere mich dran und es gab mich nicht. Du erinnerst dich, da gab es nichts und da hast du dich dran erinnert. Das ist der Punkt. Das ist ja paradox. Nein, du hast die Uhr nur. Du guckst auf die Uhr, da ist es 4 und dann, wenn du wach wirst, ist es dann 10 und dann denkst du, dazwischen war nichts. Genau, das ist das, was genau. Wo war ich da? Und dann wunderst du dich, gab es mich da, gab es mich da nicht? Es gab mich, das ist ja der schöne Punkt. Ja und? Ja, aber mehr gibt's doch nicht. Die Erfahrung des Gebens gab es nicht. Was gibt's nicht? Es gab mich, es muss mich ja gegeben haben. Dich hat es nicht gegeben, aber das, was du bist, ja, dich gibt es doch jetzt schon nicht. Ja, eigentlich. Was? Ich beweis mal, dass es dich gibt. Ja, der Punkt ist ja, ist das, was mich als Seienden erfahren gibt, wo soll der denn sein? Okay, ich gebe es auf. Der Seiende. Der hat einen Namen, den muss es doch geben, der hat eine Geburtsurkunde, schriftlich festgestellt, staatlich geprüft, Schulabschluss, den muss es doch geben. Ne? Der hat einen Bruder, der hat eine Schwester, der hat eine Mutter gehabt, den muss es doch geben. Von überall wird er bestätigt. Super. Ja, will dir auch keiner wegnehmen. Und nur Geister müssen sich bestätigen. Nur Tote brauchen Geburtsurkunde. Ne? Aber das ist ja genau das, was ich sage. Derjenige, der bestätigt worden ist von allen Seiten, gibt es in dem Augenblick nicht, in dem ich in der vollen Narkose zum Beispiel bin. Den gibt es auch jetzt nicht. Ja, das ist ja das Faszinierende. Ja. Ich hab, weil alle meine Erfahrungen. Wenn es den da nicht gibt, dann gibt es ihn auch jetzt nicht. Wenn es ihn da gegeben hat, dann gibt es ihn auch jetzt. Aber wenn es ihn dann in den 4 Stunden Narkose nicht gibt, dann gibt es ihn auch jetzt nicht. Weil er nicht verschwindet und wieder kommt. Da kann ich etwas manchmal da sein, manchmal nicht da sein. Was ist das, was manchmal da ist, manchmal nicht da ist? Ja, was ist es genau? Ein Schatten. Es kann nur ein Schatten. Wenn die Sonne scheint, dann ist der Schatten da. Wenn die Sonne nicht scheint, ist der Schatten weg. Also was verschwindet und wieder kommt? Und die Sonne ist trotzdem noch. Was verschwindet und wieder kommt, hat keine Realität. Das hat man niemals keine Realität. Weil keine Realität wäre schon wieder eine Realität. Weder noch. Weder ist es real noch nicht real. Weil keine Realität wäre schon wieder eine Bestätigung, dass es einen gibt, der keine Realität hat. Stell dir mal vor, es gebe dich mit keiner Realität. Da kann man mit hausieren gehen. Ich habe keine Realität. Ich bin nicht real. Sagte. Realkauf. Du kannst dich da winden, wie du willst. Du kommst aus dem Schlamassel nicht raus. Ja. Ja. Stimmt. Dann bist du wieder Ramakrishna, der sagt, damit ich sagen kann, mich gibt's nicht, muss ich mich geben. Damit da keiner sein kann, muss einer sein. Du kommst nicht raus. Damit etwas nicht geben kann, muss es geben, damit es nicht geben kann. In welcher Nische bewegt sich
da der Zen-Master oder wie sein Knie sagt. Der bewegt sich weder noch. Der ist weder noch. Weder ist er noch ist er nicht. Das ist dieser Mittelweg vom Buddha. Immer durch die Mitte. Du, weder bist du noch bist du nicht. Diese absolute Ahnungslosigkeit. Weder bist du noch bist du nicht. Das braucht keiner bestätigen. Das braucht keine Bestätigung und keines Verstehens. Das hat keine Notwendigkeit von irgendeinem Wissen oder Nichtwissen. Weder weißt du noch weißt du nicht. Weder noch. Alles so schön bunt hier. Alles andere ist, brauchst Bestätigung. Nur Notwendigkeit. Aber das, was du bist, hat keine Not. Es ist nie hungrig nach Bestätigung. Es muss auch sich keinem beweisen. Es hat keinen Beweisnotstand. Sein muss sich beweisen, nicht sein muss sich beweisen. Realität, ich bin real oder nicht real. Beides braucht Bestätigung. Aber das... Da ist keine Not, noch kein Hunger nach irgendetwas. Das musst du auch nicht verteidigen. Weil wenn du verstanden hast, ist es nicht real, musst du es ja schon wieder verteidigen. Du musst es auch bestätigen, dass es es nicht gibt zu irgendwem. Weil es ist ja fragwürdig. Also wo ist der Frieden? Ist er da oder da? Im Sein oder Nichtsein? Ist das überhaupt keine Frage für das, was du bist? To be or not to be is not the question. Für wen ist es die Frage? Find mal den, für den es eine Frage ist. Den findest du nirgends. Oder doch? Jeden Morgen wacht er auf. Am I or am I not? Bin ich nicht? Hm? Wo ist die Laterne? Sonne, Mond und Sterne. Aber dann kommt wieder, mich muss es doch geben, wenn ich dann da, oder mich muss es doch, da muss doch irgendwas sein. Irgendwas. Dieser Fragwürdige, der dann ständig die Notwendigkeit hat, irgendwas zu sein oder nicht sein. Auch im Nichtsein ist er ja. Das möchte er ja. Er möchte ja nicht sein. Und das sind doch so gar keine Not, um irgendwas zu sein oder nicht sein. Das ist gar keine Frage. Also, das ist die Qualität, das ist der Schatz, der du bist. Und das zu schätzen, ist der Schatz zu sein, aber doch keinen zu kennen. Der weder ist noch nicht ist, das ist der Schatz, der du bist. Weil da vorne bist du doch nur ein Schätzchen, da schätzt du immer irgendwas. Du schätzt es so oder so und das ist zu schätzen. Und das. Ich habe jetzt mein Wissen, dass ich nicht bin, geschätzt. Und dann habe ich jetzt vorher war ich, jetzt bin ich nicht. Ich war einmal und jetzt bin ich nicht, weil keiner mehr zu Hause, dann ist die Sache... Vorher war einer zu Hause, jetzt ist keiner mehr zu Hause. Vorher war ich ein Ich, jetzt bin ich ohne Ich. Ich bin ein Nomi, vorher war ich Mimi, jetzt bin ich Nomi. Alle die, gibt auch einen Meister aus San Francisco, der heißt Nomi. Oder Susan Siegel, ich an der Bushaltestelle verloren. Und dann kam es ein paar Jahre später wieder. War auf der falschen, beim Greyhound-Bus gelandet nach Mexiko und hat sich dann wieder zurückgebeamt. Als wenn das ein Problem wäre, ob es da ein Ich gibt oder nicht. Für wen ist das ein Problem? Wer muss irgendwas weghaben? Hm? Naja, du sagst ja immer, the one too many. Was? Du sagst ja immer, the one too many. Der ist weghaben. Der ist einer zu viel. Johannes ist immer zu viel. Ja. Du bist einfach zu viel. Überhaupt für Johannes bist du zu viel. Also, da müssen wir gar nicht dran arbeiten. Da muss man sich gar nicht drum kümmern. Da kümmert sich schon jeder alleine drum, dass er zu viel ist für sich. Ja, bei keinem Ding. Ne? Da muss man gar keine Energie reintun. Die sind für sich schon vollkommen sufficient in ihrem Seienden. Too much. Es ist immer zu viel und immer zu wenig. Ist es nicht herrlich? Wenn du das bist, dann hast du natürlich immer zu wenig und immer zu viel davon. Zu wenig zu haben. Immer gierig nach mehr oder weniger sein. Je nachdem, was deine Idee ist, wie man es kriegen kann. Weniger ist mehr oder mehr ist weniger. Wie schaffe ich das?
Was bringt mir das Glück, was ich brauche, denke? Hans im Glück, Hansi im Glück, Hänschen und... Oh, also was tun? Ja, was tun? What to do? Das sind die da vorne immer, fragen wir, warum sagst du immer what to do? Ich sage ja, ich habe auch möglicherweise alle Möglichkeiten durchgegangen und es hat alles nichts gebracht. Also was kommt als nächstes? Irgendwas wird kommen, aber es wird genauso wenig bringen wie das davor. Also der Weisheit letzter Schluss ist unmöglich. Vielleicht ist das der Weisheit letzter Schluss, dass es keinen Schluss gibt. Schlussendlich gibt es kein Ende. Wer weiß? Wer muss es wissen? Ich fand ja deine, also ich würde sagen, dass es seitdem hast du es auch gerne gesagt, no way out. Ja. Und das ist genau das, was wir gerade, glaube ich. Wer hat das gesagt? Du. Ich? Ja. Ja, öfter schon. Ja. Und das ist schon schön. Sag ich immer wieder gern. Ja. Kein Ausweg. Also. Gehen Sie zurück auf Anfang, gehen Sie nicht über los, gehen Sie direkt ins Gefängnis. Das sind Ihr eigener ewiger Gefangener. Du bist immer gefangen von dir selbst. Und immer wieder eingefangen. Auch die dachten, sie wären ausgebrochen, werden wieder eingefangen. Du kannst ja nicht entkommen. Kein Entkommen. No way out ist einfach ein Hinweis, du bist beim Kommen nicht gekommen und deshalb wirst du beim Gehen auch nicht gehen. Also es gibt kein Entkommen. Weil es beim Kommen keinen gegeben hat, der gekommen ist, wird beim Gehen keiner gehen, also kein Entkommen. No way out. No way in, no way out. Das ist wieder Buddha, no way. Wo weh, wo weh? O weh, o weh, o weh? Weh, wo wei? Wei, 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 wo, wo. Viele intelligente Salto Mortal ist im Kopf und alles, Gott sei Dank, hat kein Schlüsselerlebnis dieser Welt das Ding aufgemacht. Man wartet immer auf das Schlüsselergebnis, damit man das Tor zum Himmel öffnet, den Ausweg findet. Es gibt ja dann viele diese Erleuchtungserlebnisse, das sind dann Schlüsselerlebnisse. Und ein Point of deepest despair, wo nichts mehr ging, da öffnete sich der Himmel und auf einmal war alles schön, oh boah, Gott, oh Gott. Und seitdem habe ich mehr auf der Bank, als auf der ich saß. Ja. Die neueste Kurzfassung. Was? Die neueste Kurzfassung ist klasse. Yeah. Ja, das ist das Resultat vom Jetzt. The Power of Now hat dann doch das Bankaccount jetzt auf 120 Millionen geschraubt oder irgendwas. Haben sie jetzt. Ich kriege ja immer neidische Briefe an ihn gerichtet, aber ich kriege es dann in meinem Postfach. Karl, was hältst du davon? Bist du neidisch? Mit Neider. Willst du nicht auch mal ein bisschen so reden? Was? Bitte? Stiftung. Ja, aber denkt er trotzdem. Er denkt an eine Foundation. Er denkt. Ja, und? Ja, warum macht doch nichts? Dann sammelt man das in der Foundation. Ich meine, der blöde Musk, der hatte wie viel? 240 Milliarden. Komm her, was ist denn der kleine Eckart gegen Musk? Ja. Was ist denn die Quantität von irgendwelchen Dollars? Naja, aber der macht ja wenigstens Space Shuttles. Was macht der? Ist doch nur Scheiße, die angehäufte Scheiße. Ein großer Scheißhaufen ist immer noch Scheiße. Milliarden Scheiße. Gott, bitte. Ja. Ich glaube, man ist, was man isst. Ich glaube, man sieht immer so aus, was man gegessen hat. Also man isst, was man isst. Sagt man so. Also der ganze Körper ist ja nur ein Foodbody. Also alles, was man gegessen hat, drückt sich so als Körper aus. Dann wollen natürlich viele Organik oder Bio und wollen das dann halt reinmachen oder Prana essen oder sowas. Weil sie denken ja, wenn ich nur Licht esse, dann werde ich zu Licht oder so.
ist auch ein schöner Gedanke, ne? Wie ich schon sagte, was ich denke, möchte ich werden, und wenn ich denke, reines Gewahrsein ist reines Licht, dann möchte ich auch dann lieber nur noch Licht essen und so und denken. Ja, irgendwie, wenn du sagst, man kann sich alles vorstellen, ja. Bewusstsein kann sich alles vorstellen. Es ist schon eine Vorstellung, das ist das Verrückte, schon Bewusstsein ist eine Vorstellung. Und aus der ersten Vorstellung, Bewusstsein, stellt sich das Bewusstsein alles vor, was Bewusstsein sein könnte. Ja, ja. Da frage ich mich, warum ich mir so einen Scheiß vorstelle. Ja, also denke ich mir auch. Denke ich mir auch. Darum nennt es ja Buddha the Divine Accident. Wenn Gott gewusst hätte, was er sich da vorstellt, hätte er sich wahrscheinlich nicht vorgestellt. Gott hat also sich vorgestellt, hallo Gott, ich bin Gott, du auch? Okay, ich habe zwei Götter und war scheiße. Da war B-Gott, also er war eher B-Gott. Gott stellt sich Gott vor, das ist ja der Höllen, die Hölle fängt an in der Zweiheit. Zwei Götter, Gott kennt Gott, zwei Götter, da fängt Hölle an. Scheiße passiert, shit happens. Aber es kann nicht vermieden werden, das ist dieser Unfall. Gott stellt sich selbst vor, oh Gott. Und dann ist der eine Gott besser als der andere Gott, dann vergleicht er sich sogar. Der Gott, oh Gott. Dann denkt er ja, der Gott, der nicht sein muss, ist besser als ich, als Gott, der sein muss. Oh, ist das nicht Wahnsinn? Und das hat echt Methode. Das ist total bescheuert. Also Gott ist gay, sagt man. Gay Lord. Bitte? Ja, Gott ist verrückt. Das ist ja verrückt. Er ist aus dem, was er ist, hat er sich verrückt in etwas Vorgestelltes. Das ist der Wahnsinn. Er wähnt sich als etwas. Das ist Wahnsinn, etwas sinnlich Erfahrbares. Das ist der Wahnsinn Gottes. Es gibt ja nur den Wahnsinn Gottes. In seinem Wahnsinn von Vorstellungen wähnt er sich als etwas. Immer selbst schuld, der Arsch. Sollen wir jetzt ihn bemitleiden? Ja. Wie ja? Das ist jetzt Agnete Gott, möchte bemitleidet werden. Ja. Die hat nicht genug Knete, die Agnete. Oh Gott. Ich möchte jetzt auch Dagobert. Ich möchte auch ohne was zu tun alles kriegen. Ja, was jetzt, Frau Wiese? Aber es könnte ja auch alles falsch sein, was du sagst, oder? Ja, wen kümmert's? Ja, also manchmal denkt man, du weißt es. Ja. Ich kann euch gut was vormachen. Ja, aber es könnte auch alles. Es kann alles genau das Gegenteil sein. Genau. Macht aber auch nichts. Nö. Machen wir so. Unterhaltung ist alles. Ja. Also ich sage ja auch deshalb immer das Gegenteil von gestern. Ich will mich ja selbst nicht in so eine Falle locken, dass ich irgendwann mal recht habe. Das wäre ja furchtbar. Ja? Ich kriege immer recht, egal was. Das schaffe ich immer noch. Ja. Recht haben ist bescheuert. Recht kriegen. Und immer ein anderes Recht kriegen. Immer eine andere Wahrheit verkaufen. Und immer den Käufer davon überzeugen, das ist jetzt das richtige Auto. Ja, das ist Kunst. Das Wechselhafte, dieses, man gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße oder so. Ich krieg das Baby sowieso. Ja, Rumpelstilzchen. Ja, aber schön, Gott ist echt ein Wahnsinniger, würde ich auch sagen. Total wahnsinnig. Ich wusste aber, dass ich hier Ich würde mit Gott nicht umgehen. Ich würde ihn in seinem Wahnsinn schmoren lassen bis zum Ende aller Tage. Da habe ich kein Mitleid mit dem Arsch. Nee. Der Allmächtige hat Angst, dass er keine Macht hat. Muss man sich vorstellen, ne? Diese Allmacht, ich habe keinen, kann mir nicht helfen, ich bin ohne, stehen sie vor mir, oh, mir ist zwar zu schlecht, ich habe keinen, ich kann mir mal, oh Gott. Oh. In seinem schwillt er in seinem Selbstmitleidigen, die Allmacht selbst. Ich mach mich in die Hose. Das Einzige, was ich machen kann.
Ja, ist das nicht ein Witz? Nö. Nö? Witz, komm raus, du bist umzingelt. Ja, aber dieser Witz ist doch Wahnsinn. Ne? Gott sitzt in seiner eigenen Sülze und beschwert sich. Da. Du rufst ihn herbei. Er läutet euch heim. Na gut, eine Stunde Pause. Dann kriegt er ein neues Fahrzeug verkauft. Wer will schon alte Dinger fahren? Ich habe euch jetzt erst die Karosse gegeben, jetzt werdet ihr die Räder auch noch kaufen.